Ach, genau, was? Ach, der Abfluss stopfen. Ja. Wassermarsch. Warum nicht? Warte mal, wenn wir das jetzt einfrieren, müsste er durchs Fenster rutschen, ne? Zeit, dass die Fliege die Fliege macht. Das ist ein Klimathron. Was für ein niedlicher kleiner Beistelltisch. Ja, nu? Hey! Und die gibt's nur für liebe kleine Jungs! Ich will auch die schöne kleine. Es ist die Pflicht jedes guten, verrückten Clowns. So. Man kann ihn nur gnädig einschläfern. Hier. Schlaf schön, du jämmerliches, nadelndes Wrack. Gute Nacht. Nein, wir werden zum Kino. Das ist ja fast wie Roger Rabbit. Ist mit mir passiert? Na egal, solange ich mich nicht in einen Thun verwandelt habe. Ich habe mich in einen Thun verwandelt. Hilfe! Ich bin ein Thun! 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 Ich bin kein... Heißt doch noch lauter. Ballon! Da fehlt der Schatten an der Wand. Aufpumpen, geht das? Tatsächlich, es geht. Ich glaube, solange dieser Fisch in der Nähe ist, komme ich nie an die Schatztruhe ran. Hm.
Okay, das klappt anscheinend auch nicht. Warte mal, vielleicht kann man das Ding jetzt in die Links reinstecken. Die Matronen? Die Nadel vielleicht? Der Clown würde sich schwarz ärgern, wenn er sehen könnte, wie sein Spielzeug einen konstruktiven Zweck erfüllt. Bei dieser Klimaanlage geht sich ja der Schneemann seine Flanke durch. Kein Baby. Mäßige bis frische Winde aus südlichen Richtungen. Aber arschkalt. Ah, guck mal da. Damit erkläre ich die Badezimmer-Eishockey-Saison für eröffnet. Ich sollte lieber vorsichtig sein, wenn ich nicht ausrutschen will. Das dürfte lustig werden. Hier ist mal... Eiskroko-Kunstlauf. Winke, winke. Ich wusste, das würde euch gefallen. Hier, Wortspiel. Eine Tür. Hier, wenn ich noch komme. Die Tür ist verschlossen. Tja, das ist schlecht. Noch so ein mistiges Tor. Leider. Nicht ganz lange noch. Ich komme nicht ganz dran. Aber vielleicht als Tun. Halt, warte mal, ich hab Schlüssel. Warum sagt mir das denn keiner? Dieser Schlüssel passt nicht. Ach, schade. Ein Truthahn ist genug. Ich mache Diät. Aha. So nennen wir das also heutzutage. Gucken, wie es den Kokos geht. Wir wollen doch die netten Wächter nicht verhungern lassen. Ganz normal anscheinend. Schade. Mal. Es geht doch schnell, ne? Schade. Kein Knall. Hey! Ich höre mich fast so blöd an wie widerlos großer Schläger! Ach, guck mal da. Ich kann nicht in den Tank greifen. Ist doch komplett zugefroren. Ah, ich habe eine Idee. Das ist ein Klimatron. Ja, ist gut. Wow, was für eine Heizung. Macht hier jemand Hotdogs oder sind das meine Eingeweide, die zu brutzeln anfangen? Thank you.
Man sollte sich immer von wütenden, verzweifelten Fischen fernhalten, habe ich mal gehört. Ein Fisch auf dem Trockenen. Der würde mir einfach die Hand abbeißen. Glaube ich auch. Bleibt doch so gut. Der Fisch hat sich offenbar von seinem Schatz verabschiedet. Ah! Wasser! Kochend heiß! Viel Schmerz! Das ist ein Fisch. Ich habe irgendwie Schiss, dass wir reinspringt. Ah, viel besser. Man sollte sich immer von wütenden, verzweifelten Fischen fernhalten, habe ich mal gehört. Oder auch nicht. Ah, viel besser. Es wird drin, Scheiße. Ein Aquarium. Das Zuhause von Widerlus Lieblingsfischlein. Ja, damit was? Jede Menge interessante Sachen da drin. So ein Mist, dass diese Alligatoren da Wache schieben. Das könnte vielleicht klappen mit dem Loch. Das ist ein Klimatron. Ja, ich weiß. Die Nadel des Steuern heiß. Die kennen wir schon. Das klappt nie. Wäre ja auch zu einfach. Vielen Dank, danke. Aber nein, danke. Die war echt nicht schlecht. Nur, ja. Hm.